Wenn der Narrenmarsch im Städtli erklingt, dann scheint sogar die Sonne über die oberrheinische Tiefebene. Und die Stadtkapelle Ettenheim begrüßt Sie natürlich musikalisch ganz herzlich zu unserem Auftakt der Straßenfasnacht in diesem Jahr. Ich habe ein bisschen eine kurze, aber wir sind trotzdem intensiv die nächsten Sonntage bei Ihnen da und zum ersten Mal jetzt auf der Gass hier in Ettenheim, einer der schönsten Städte in der Ortenau und vor allem die südlichste davon. Fast 1200 Jahre Geschichte hat sie auch vom Buckel und ein bisschen was davon wollen wir Ihnen zeigen und vor allem die Fasnacht hier. Und wir sind wieder in großer Besetzung für Sie unterwegs mit jeder Menge Kompetenz, zum Beispiel unserem regionalen Ortenau-Kenner und ein bisschen drumherum Matthias Drescher. Jetzt feiern die ja hier in Ettenheim in Adner ein Jubiläum, 169 Jahre Horichzunft. Wieso feiert man gerade die Zahl? Also wir Badner feiern halt dann, wenn wir die Zeit dazu haben und nicht, weil wir feiern müssen. Das ist einfach die verkehrte Welt der Fasnacht. Und die Ettener, die laden sich jedes Jahr so etwa 14 Tage vor der eigentlichen Fasnacht ihre befreundeten Zünfte ein, machen mit denen einen Narresprung durchs ganze Städtle und genießen einfach schon mal die Fasnacht, so wie man sie eben hier bei uns feiert. Und für mich als Ortenauer ist es eine besonders schöne Geschichte, dass wir heute den Umzug von Ettene live im Fernsehen übertragen können. Wir sind einfach näher dran, weil es ist halt hier die schönste Stadt im Süden des Ortenaukreises. Und seine Augen, die funkeln richtig, wenn er das sagt. Und wer natürlich auf keinen Fall fehlen darf, unvermeidlich. Werner Metzger, wir freuen uns, dass du natürlich wieder dabei bist und du weißt vor allem auch, wer sonst noch teilnimmt. Ja, es sind 4000 Narren aus nah und fern, so kann man wirklich sagen. Und zwar vom nördlichen Schwarzwald bis zum Bodensee, von der Oberrheinebene bis hinunter in die Schweiz oder hinauf, wie man es nimmt. Jedenfalls Narren über Narren. Und das, was wir hier erleben, ist eigentlich ein Fasnachtsmontagsereignis. Denn dieser große Umzug war in Ettenheim früher immer am Fasnachtsmontag. Aber jetzt ist halt das Problem, dass immer mehr Zünfte am Fasnachtsmontag irgendwas in ihrem eigenen Ort haben. Und darum hat man diesen Umzug vorverlegt. Nicht etwa, dass in Ettenheim am Fasnachtsmontag nichts los wäre. Ganz im Gegenteil. Da machen die einen wunderschönen und sehr erfolgreichen Fasnachtsmarkt. Aber das, was wir heute hier erleben, das ist das größte Umzug. Umzugsereignis hier in Ettenheim in der kurzen Phasensaison 2016. Und bei diesem riesengroßen Ereignis schicken wir eine Lady in Red mitten ins Getümmel. Anina Wenderoth, meine liebe Kollegin aus dem Treffpunkt, aus der Landesschau. Wir sind viel miteinander an der Fasnacht unterwegs. Sie liebt die Fasnacht. Sie stürzt sich mitten rein. Und wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich gut. Ich bin bereit für die fünfte Jahreszeit. Es kann jetzt losgehen von mir aus. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir die 4000 Narren auch hier reinlassen. Die lassen wir auf jeden Fall rein. Die wollen sich Ihnen natürlich auch präsentieren. Aber bevor der Umzug beginnt, schauen wir mal geschwind aufs Städtle. Denn Ettenheim, die barocke Stadt hier in der Ortenau, die hat ganz viele Gesichter. Zum einen sieht man wunderbar jetzt hier die St. Bartholomäuskirche, die wirklich wunderschön ist in der fast 1200-jährigen Stadt. Dann haben wir malerische Gässchen, schmucke Fachwerkhäuser und auch barocke Stadthäuser. Und die Narrenzunft Wilde Christe hier aus Ettenheim-Wallburg, auch einem Ortsteil von Ettenheim. Die sorgen auch immer wieder für närrische Stimmung und erinnern auch ein bisschen an wilde Zeiten unter den Christen. Ja, ja, also wilde Christen klingt ja ein bisschen seltsam, aber ja, du hast die Erklärung dafür. Genau, denn zu Klosterzeiten ab 1740 etwa gab es zwischen Wallburg und dem Kloster Ettenheim-Münster immer wieder so ein bisschen Streiterei wegen der Zehntabgabe. Und der Zehnt wurde deswegen verlangt, weil die Wallburger Kirche unterhalten werden musste. Und irgendwann hat es dann noch eine Zehntabgabe gäbe solle wegen Kartoffeln, also einen Kartoffelzehnten. Und da sind die dann eigentlich völlig durchgedreht und habe gesagt, das lassen wir uns nicht bieten. Und entsprechend sind sie einfach wild geworden gegenüber ihrem Klostersitz. Christen dürfen auch mal wild sein. Allerdings.